Aber jetzt läuft das, oder? Ja, Leute, willkommen bei Extra EDC. Mein Name ist Alex und viele von euch kennen mich vielleicht schon von meinem Hauptkanal Extra Leben. Absolut genialer Nerd-Kanal übrigens. Shameless Self-Plug hier. Wenn ihr den nicht kennt, könnt ihr nachher gleich mal rüber gucken. Alle anderen, die von diesem Kanal herkommen, willkommen bei Extra EDC. Ja, was hat er jetzt schon wieder ausgeheckt? Und zwar, ich habe eine Passion, ich habe ein Hobby und das ist Everyday Carry, Leute. Ihr kennt es vielleicht schon von diversen anderen Videos oder von Freunden, die davon geredet haben. Everyday Carry heißt ja jeden Tag mitnehmen oder was man halt so gut wie jeden Tag mit hat, bezieht sich hier auf Ausrüstung, auf verschiedene Dinge vorbereitet sein. Hier nix Prepping. EDC ist ein bisschen was anderes. Hier geht es also um Gear-Reviews, um richtig geile Sachen, werdet ihr sehen, richtig geile Bags, also Taschen, Taschenlampen, diverse, also einfach alles, Leute, einfach alles. Ich kann es gar nicht in Worte fassen. Heute dreht sich alles um Helikontext. Jeder, der Helikontext kennt, weiß, was jetzt auf einen zukommt. Alle anderen, Helikontext ist eine richtig, richtig geniale Firma, die sitzt in Polen und die machen Outdoor- und Militärequipment. Und wie geil diese Firma ist, beweist, dass ich nicht nur eine Helikontext-Tasche, also mehrere, sondern auch einen Hoodie und eine Hose habe. Ich bin voll Helikontext heute, denn ich vertraue diesen Produkten wirklich, wirklich und die sind richtig genial. Sie sitzen circa im mittelpreisigen Segment. Das ist übrigens auch das, worauf sich dieser Kanal dann bezieht. Wir werden hier EDC im budgetfreundlichen Ambiente erforschen. Denn keiner von uns braucht ein 1.000-Euro-Messer jeden Tag mit. Keiner von uns braucht einen 500-Euro-Rucksack, den er jeden Tag irgendwo hin mitschleppt. Das ist einfach versunkenes Geld, Leute. Natürlich, die Ware, die ihr dafür bekommt, ist meistens auch richtig, richtig gut und richtig tough und hält 1.000 Jahre. Aber man kann auch mit weniger Budget richtig geniale Sachen bekommen und ein richtig tolle EDC-Loadout herstellen damit. Und das werden wir in diesem Kanal erforschen gemeinsam. Ich hoffe, ihr bleibt dabei. Jetzt geht es erstmal um die Helikontex Satchel Bushcraft. Und das ist dieses Baby hier. Und dass ich die nicht immer hochhalten muss, werden wir gleich die Kamera wechseln. Jedenfalls, diese Tasche habe ich jetzt vor knapp einer Woche erhalten und seitdem jeden Tag getestet. Und jetzt gibt es mein Verdikt dazu. Ist diese Tasche ihr Geld wert oder solltet ihr sie lieber liegen lassen? Und deswegen wechseln wir jetzt mal kurz die Kamera. Das heißt, nicht schrecken. Ich werde jetzt hier einfach mal runterfahren, damit ihr das seht. Das hier ist die Helikontex Bushcraft Satchel. Gibt es in zwei Varianten. Einmal mit diesem 500D Cordura. Eindeutig finde ich die bessere Variante, weil es auch ein bisschen reißfester ist. Und dann gibt es die ganze in Nylon auch noch. In Nylon hat sie dann eher so, ich sage jetzt mal, zivilen Melange-Look. Das hier ist halt schon Shadow Grey, also das hier ist halt schon eher so in die militärische Richtung angehaucht. Aber das schadet nichts, denn das ist heutzutage ähnlich. Ich war letztens in der Stadt und selbst H&M bietet schon Sachen mit Molle an. Molle ist übrigens dieses hier, also dieses Webbing, wo man Taschen drauf machen kann. Also das hat sich schon ins zivile Leben etabliert, deswegen ist es nicht so dramatisch. Diese Tasche jedenfalls, Leute, die ist, ich sag's mal gleich, jeden Cent wert. Ihr bekommt für 49 Tacken. Klar, klingt viel für den Anfang, aber hört mir zu. Ihr bekommt ein richtig geiles Produkt, das ihr zusammenfalten könnt auf so eine Größe. Das heißt, ihr könnt diese Tasche auch zum Reisen mitnehmen. Ihr stopft sie in den Rucksack rein, habt eine Tasche, wenn ihr unterwegs seid. Sie ist geräumig. Sie hat 17 Liter Passvermögen. 17 Liter. Plus minus natürlich immer. Wie schon gesagt, Molle-Webbing hier auf dem Boden. Molle-Webbing hier auf der Seite, hier auf der Seite. Beide Seiten sind gleich gebaut. Nicht schrecken, diese Packcell, Micro-Packcell, ebenfalls mit Helikontext, ist nicht dabei. Die müsst ihr euch extra dazu holen. Die ist aber wirklich genial, die werden wir auch gleich noch drauf eingehen. Jetzt geht es erstmal um die Tasche. Also, außen, ihr seht es, ihr habt hier vorne ein großes Fach. Das sind übrigens alles YKK-Zipper, also das sind alles richtig, richtig gute Reißverschlüsse. Verkehrt und montiert, damit es auch ein bisschen wasserabweisend ist. Dann habt ihr auf der Seite hier zwei Fächer. Ihr habt einmal ein durchgehendes, das ist unten offen. Achtung, Leute, das ist unten offen. Das ist dafür gedacht, dass man eigentlich eine Axt oder so reinschickt, die unten rausschaut. Aber wenn man das weiß, dann kann man da zum Beispiel wie ich hier einfach Stifte reinklipsen. Das ist vollkommen egal. Zweites Fach ist hier auf der Seite, das ist unten verschlossen. Also da könnt ihr auch schon was Richtiges reingeben. In dem Fall habe ich jetzt hier eine kleine Einkaufstasche drin.
Die ist immer praktisch, wenn man sowas mit dabei hat, auch wenn man eine 17-Liter-Tasche schon umhängen hat. Aber da ist ja auch was drin. Dann eben auf der Seite haben wir hier die Pack Cell. Das ist die Micro Pack Cell, also Packzelle sozusagen. Die ist aus Nylon gefertigt und ihr seht hier, das ist übrigens Helikontext, das ist das Logo. Die haben auch YKK, die haben alle YKK und wer YKK nicht kennt, das ist der beste Reißverschlusshersteller überhaupt. Das hier sind allerdings schon die neuen, die RZ, also RC-Zipper, die schon ein bisschen sicherer sind, was das Auf- und Zumachen, also die verhaken nicht so schnell. Hier drin habe ich das übliche 2021er, was man braucht. Taschentücher, ein Deo, Masken, ist ganz klar, die brauchen wir heutzutage immer. Und ein Desinfektionsgel mit Biozid, auch gegen den Nasty C-Virus. Klingt fast wie Resident Evil, C-Virus, T-Virus. Die hängt hier an meinem D-Ring, der ist übrigens auch nicht dabei, den müsst ihr auch extra kaufen. Aber das ist natürlich super praktisch, wird hier gehalten von der Lasche. Wenn ich dran muss, komme ich ganz easy dran. Und ja, dann habe ich hier zwei Stifte, die ich natürlich auf dem täglichen Gebrauch immer wieder brauche. Und dann kommen wir auch schon ins erste Fach. Das erste Fach ist bei mir das Entertainment-Fach. Hier ist alles drin, um Kurzweil zu vertreiben oder Langeweile zu vertreiben, für Kurzweil zu sorgen. Wir haben einmal natürlich Kopfhörer, ist ganz klar. Ich habe auch Bluetooth-Earbuds, aber die sind momentan am Laden. Die werden ja auch mal leer. Dann habe ich hier ein lustiges Taschenbuch, Panzerknacker Edition, habe ich zu Weihnachten bekommen, richtig geil. Und mein iPad Air 4. Ja, die Tasche ist groß genug hier vorne, ihr seht. Kann mir die ganze Hand drin verstauen, ist groß genug, um das iPad Air 4 hineinzubekommen mit Case. Also das funktioniert ohne weiteres. Und es ist sogar noch Platz, also man könnte sogar noch was reingeben, es ist noch lange nicht voll. Zu. Also, alles bei KK. Hier ist übrigens Paracord drauf, damit ihr das mit so einem Schrumpfschlauch, dass ihr das besser nehmen könnt. Auch mit Handschuhen natürlich. Und dann kommen wir auch schon in das Hauptfach. Das Hauptfach ist hier mit einem Doppelzip, also ihr habt hier zwei Zipper, komplett über die ganze Länge aufmachbar. Und so, wenn man das besser sieht, ich werde das hier, übrigens diese Buckles hier, bevor ich es vergesse, das hier sind alles Wujin Plastics. Also das ist auch ein richtig guter Hersteller für Kunststoffschnallen, Wujin, und ihr seht auch hier das kleine Logo drauf. Das Zeug, das überlebt euch, sage ich euch. So, dann haben wir hier drin das Fach. Das Fach ist eigentlich relativ einfach aufgebaut. Ihr habt auf jeder Seite ein Getränkehalter oder halt so eine Art, hier, seht ihr, da habe ich jetzt die Nalgene 500 ml drin, einfach für Demonstrations-Purposes. Passt super rein. Dann habt ihr das Hauptfach. Da ist jetzt hier meine Regenjacke drin. Dann habe ich hier noch einen Fahrradschlauch drin, weil ich jetzt gerade dabei bin, Ranger Bands zu machen. Dann mache ich auch noch ein Video dazu, was Ranger Bands sind, wie sie funktionieren. Absolut genial, Leute, sage ich euch. Dann üblichen Block zum Mitschreiben. Hier unten ist dann nochmal dasselbe Fach wie oben mit der Flasche. Und da ist meine Tech Pouch drin. Tech Pouch ist ganz klar. Kabel, diverse Adapterstecker, Powerbank und so weiter. Ihr kennt euch aus. Und dann haben wir hier noch eine Mesh Pouch quasi. Die gehen wieder mal hier so. Tatsächlich runter so aus die Jacke, die Dings. Die gehen wir wieder rein. In dieser Mesh Pouch, die ist auch nochmal relativ groß. Ebenfalls wieder YKK. Selbst auf den inneren Pouches habe ich drin ein Tasmanian Tiger Geldbörse. Da ist einfach so ein bisschen Kleingeld und so drin. Denn ich trage normal kein Kleingeld bei mir und deswegen habe ich mir die da mitgenommen. Dann habe ich hier meine MC Slim Card Wallet. Die ist ein österreichisches Fabrikat. Richtig geiles Teil, Leute, kann ich euch nur empfehlen. Ich gucke, für alles, was ich hier zeige, gibt es natürlich Links in der Beschreibung unten, ist ganz klar. So, dann habe ich hier eine kleine Tinbox. Die Box, die ist, glaube ich, die Blechdose Größe 10, 6, 2 cm. Die ist, glaube ich, entweder vom Action oder vom Depot oder so, irgendwo drin. Da ist drin die Phoenix E01. Das ist eine richtig geniale kleine AAA-Batterie-Taschenlampe mit LED. Richtig gut, kann man immer brauchen, Leute. Auch wenn ihr ein Handy habt, aber Taschenlampen kann man immer brauchen. Und dann habe ich noch ein Moleskine Notebook, also ein kleines Heftchen drin zum Reinschreiben, zum
wenn ich mal irgendwas aufschreiben muss, was wichtig ist und mein Handy gerade nicht bei der Hand ist oder leer ist oder so, was eh nicht vorkommt, aber kann ja sein, dann kann ich das da auch noch mit eintragen. Und ihr seht, das passt alles wunderbar in die Tasche rein. Und sie ist vom Tragekomfort auch sehr angenehm. Wir haben hier diesen Riemen quasi, der ist auch hier doppelt und dreifach vernäht, alles richtig dick, das ist richtig qualitativ hochwertig gemacht. Auch alle Nahten, die ihr hier seht, sind stellenweise doppelt vernäht, also da gibt es echt nichts zu meckern. Ist ungefähr ein Inch, ja, 2 Inch dick, richtig genial gemacht. Trägt sich auch gut, ist halt nicht gepaddet jetzt, aber das ist nicht schlimm, denn ich meine, das ist eine Tasche, die trägt man, wenn man in der Stadt unterwegs ist, für einen halben Tag vielleicht mal oder so. Oder wie ich, wenn ich damit ins Auto zur Arbeit, vom Auto ins Büro und wieder zurück. Das sind die paar Meter, die man in dieser Tasche trägt, also muss sie auch nicht gepaddet sein. Sie formt sich sehr gut an den Körper an, weil sie eben so leicht und weich ist. Und wie gesagt, wenn ihr die leer habt, dann könnt ihr die komplett zusammenrollen und könnt die in einen Rucksack zum Beispiel reingeben und dort dann auf Reisen mitnehmen. Also ich kann euch sagen, wenn ihr eine Umhängetasche sucht und ihr seid euch nicht sicher, was ihr nehmen sollt, wart vielleicht schon mal in einem oder anderen Geschäften drin oder so, guckt euch die Helikontext Satchelbag an. Guckt sie euch an, die ist wirklich ihr Geld wert und man kann für das Geld auch andere Taschen kaufen, die schneller kaputt gehen. Es gibt natürlich in dem Preissegment 100.000 verschiedene Sachen. Und selbst ich habe auch schon verschiedene Taschen gehabt in dem Preissegment. Ich habe auch noch eine Conda E&E Bag, die werden wir uns auch noch angucken. Oder eine 511 Moab 6, das ist auch ein richtig geiles Slingbag, werden wir uns auch noch angucken. Und da gibt es halt echt für jeden Geschmack ist was dabei. Und deswegen würde ich empfehlen, bleibt doch einfach dran an dem Kanal, subscribe den Kanal, like die Videos und lasst uns hier eine kleine EDC-Community aufbauen. Wenn ihr Fragen habt, schmeißt es in die Kommentare, lasst es mich wissen und ich hoffe, es geht euch gut da draußen, ich hoffe, ihr seid gesund. Bleibt auf jeden Fall so, wie ihr seid. Ich bin jetzt für dieses Video fertig und ich werde mich jetzt gleich ansetzen, das Ding online stellen. Ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ich hoffe, es gefällt euch, was ich hier mache. Denn es ist meine Passion und ich zeige es euch gern und wir haben so viel vor und die Roadmap, die ich in meinem Kopf habe, die ist richtig genial, deswegen bleibt auf jeden Fall dran. Wir sehen uns beim nächsten Mal, bis dahin, ciao.